Helmut Dietl ist zurück. In München präsentierte der Kultregisseur unter großem Promi-Ansturm seine neue Komödie Zettel. In der Hauptrolle Michael Bulli-Herbig als bayerischer Klatschreporter Max Zettel. Wie sich herausstellte, ein nicht ganz unproblematischer Name. Wenn man als Figur Zettel heißt, an einem Filmset, fühlt man sich häufig angesprochen. Also wenn Helmut sagt, du hast den Zettel da weg, dann bin ich auch mal weg. An Bullis Seite Caroline Herfurth. Helmut Dietl konnte aber auch altbekannte Gesichter wie Dieter Hildebrandt und Senta Berger für seinen Film gewinnen, die erneut ihre unvergessenen Key-Royal-Figuren verkörpern. Also alles fast wie in alten Zeiten? Nee, waren ganz andere Verhältnisse, ganz andere Drehbücher und ganz andere Kollegen natürlich, bis auf die Senta. Unschlagbar charakterlos, das ist Max Zettel. Und dieser will um jeden Preis in Berlin Karriere machen. Mit Charme und ohne Skrupel steigt er vom Chauffeur zum Chefredakteur einer Online-Publikation auf. Eine Karriere, wie sie so wohl nur in Berlin möglich zu sein scheint. Aber herrschen in der Hauptstadt wirklich derart skrupellose Verhältnisse? Das ist eine Satire. Und es geht in diesem Film nicht um Berlin, das ist ein großes Missverständnis. Es geht um die Menschen, die sich hier in Berlin Mitte tummeln. Und das sind in der Regel gar keine Berliner. Ja? Also Leander Hausmann hat mal einen schönen Satz gesagt, Berlin war sehr schön, bis Bonn kam. Ja? Also im Grunde hat er sich das angeguckt, 3 Jahre lang, hat die Menschen da beobachtet. Und das ist die Satire, die dabei rausgekommen ist. Gedreht wurde Zettel im Frühjahr 2011 hauptsächlich in Berlin. Handlungsschauplatz der erfolgreichen Vorgänger-TV-Serie Key Royale war München. Hat Berlin mittlerweile die Schikaria-Szene der bayerischen Landeshauptstadt überholt? Berliner sind also für die Schikaria nicht so geeignet, glaube ich. Und die ganze Berliner Szene ist auch noch cooler, wie mein Enkelkind sagen würde. In Dietl Satire sind neben vielen bekannten TV-Gesichtern auch Götz George, Harald Schmidt und Christoph Süß zu bewundern. Letzterer, bekannt aus dem TV-Satire-Magazin Quer, spielt in Zettel einen Gewerkschaftsfunktionär. Keine leichte Aufgabe, oder? Das ist mit dem Helmut relativ einfach. Der hat sehr genaue Vorstellungen, wie man das zu machen hat. Sagt einem, mach es so und dann macht man es so. Und wenn man ein Angebot hat, zu sagen, ich möchte es gerne anders machen, sagt er, mach es so und dann macht man es so. Und damit? Damit ist es dann gegessen. Und er hat halt recht. Und dann macht man so. Ein Regisseur, der ganz genau weiß, was er will und berüchtigt ist für seine strenge Art am Set. Doch wird Helmut Dietl diesem Ruf wirklich gerecht? Er ist wie ein stillgelegter Vulkan und manchmal bricht er aus. Also ich muss sagen, für mich war das ein unglaubliches Geschenk, jemanden zu haben, der eine genaue Vorstellung hat von dem, was er will, der eine genaue Vision hat. Weil für mich ist die komödiantische Figur an sich noch so ein bisschen Neuland und ich gehe da so wackelige Babyschritte. Und dann jemanden zu haben, der eine genaue Vorstellung hat und der einen genau anleiten kann, ist Gold wert. Ah, man hört, er hat ja Gruseliges vorher im Vorfeld, weil man hat ja so Gerüchte und sehr, sehr grausam zu Schauspielern und brutal. Zu mir war er ganz lieb. Ganz lieb und entspannt. Wir sind beide vielleicht anstrengend oder kompliziert oder liebevoll. Er macht dich zu einer guten Schauspielerin. Und ich glaube, man kann sich nicht alleine lieben. Es gehören immer zwei dazu. Man muss sich gegenseitig inspirieren und auch gegenseitig nicht gut sein und wieder gut sein. Also alles halb so wild. Aber was ist jetzt eigentlich das Besondere an dem bayerischen Kultregisseur? Also das ist so, wie wenn man fragt, Alain Prost steht für Formel 1. Helmut Dietl steht für die Formel 1 im Kino. Für beste Unterhaltung, für ein sehr kritisches Auge, für eine höchst angenehme Respektlosigkeit dem Thema gegenüber, für das er sich interessiert. Und da er setzt sich ja seine eigenen Grenzen. Ich kann mir vorstellen, dass vieles, was für uns in unserem Beruf interessant ist, den Helmut Dietl überhaupt nicht interessiert. Er interessiert sich halt, sagen wir so, für die Randerscheinungen. Nur sind natürlich für viele die Randerscheinungen die Haupterscheinungen. Aber das ist Ansichtssache. Er ist ein ungewöhnlicher, großer Regisseur. Und wenn ich so die Lustspiele sehe, die so das deutsche Kino bevölkern, dann erwarte ich heute Abend eine Komödie. Das ist ein Riesenunterschied. Viel Lob, aber auch hohe Erwartungen an Regisseur und Schauspieler. Bei der Münchner Premiere gab es jedenfalls schon mal viel Beifall von den geladenen Gästen. Bleibt abschließend nur noch die Frage, warum spielt Zettel, inszeniert von einem Bayern, eigentlich in Berlin und nicht in München? Das ist eine gute Idee. Wieso nicht Erding? Ne?
Das ist prima. Sie haben es auf den Punkt gebracht. Demnächst mache ich was über Erding. Okay, tschüss. Ja, das ist ja ein solcher Hammer. Können wir uns nicht einfach wieder anlügen, so wie früher auch? Du weißt doch, dass ich dir mit Leib und Seele verfallen bin. Die Wahrheit willst du ja wohl nicht sagen. Die Wahrheit natürlich nicht. Er hat sie sehr geliebt. Weißt du, dass du eine furchtbare Nervensäge bist, Herbie? War ich immer schon. Ist das sie? Nein, Arsch muss man nicht schicken, weil ich brauche noch was zum Entdecken. Schau mich an, Mausikutzi. Jetzt haben wir doch endlich so weit, dass wir es einmal packen könnten, wir zwei gemeinsam. Du und ich, wir sind jung, wir schauen gut aus, wir sind schnell im Kopf und unschlagbar charakterlos. Zettel. Unschlagbar charakterlos. Jetzt im Kino.